Nee, das ist ein normaler Zuschauer oder Zuschauerin. Und erkennen tut man es mehr oder weniger daran, dass es zum Beispiel jemand ist, der so und so viele tausend Follower hat, aber noch nie gestreamt hat und gleichzeitig unten Autohost-Liste zu laufen hat von irgendwelchen komischen Bot-Namen, beziehungsweise immer wieder denselben Namen, bloß hinten eine andere Änderung. Genauso wie dieser Hesso0301, was irgendwie zu New World-Veröffentlichung damals ganz, ganz oft irgendwo als Follower aufgetaucht war, das waren auch Bots. So, die meisten von euch kenne ich ja vom Namen her, aber einige Unbekannte. Die Eier von Reut, grüß dich. Ey, der Name ist auch so geil. Sorry, auch wenn du gerade im Look sitzt, aber ich muss dich grüßen. Das sind so geile Namen und vielen lieben Dank für eure Follows, ihr Lieben, die ihr mir noch während ich offline war, gegeben habt. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ja, nachträglich das Moin von Idio. Achso, ist okay, wenn ich dich Idio nenne, ja? So, war doch okay. Hat man bloß zwei Bots hier drin sitzen? Oh, Pause ist gleich vorbei, Leute, dann spielen wir auch weiter. So, zack. Obwohl, eigentlich können wir jetzt schon weiterspielen, ne? Ich muss jetzt eh erstmal noch reisen. Live-Modus. Musik. Spiel will mir keine Musik mehr geben. Spiel ist bockig. Jetzt ist wieder Ton da. Okay. Gut. Noch ganz kurz was gucken hier. Essen. Bisschen sehr teuer. In Seenon kriegen wir es für 4, das Getreide. Ich glaube sogar in dem Dorf, wo ich sonst immer mal, in Utelheim, wo ich immer mein Hartholz hole, kriege ich das sogar noch günstiger. Dann laufen wir jetzt nach Utelheim. Achso, ich muss mal einmal kurz raustappen hier. Er macht eh gerade ein Autosave. So, jetzt sehe ich den Chat auch wieder. Zurück zum Spiel. Weiter geht's. Ich habe schon wieder Durst wie Sau. Utelheim. Der fällt mir ein, ich hatte noch ein Banditenversteck aufgedeckt, ne? Wait! Da ist noch ein Turnier! Der kann ich doch nicht an mir vorbeilaufen lassen. Ja, das weiß ich ja schon. Du bist ja die typische Lurkerin, die aktiv lurkt. Also die wirklich zuguckt und dabei nicht irgendwelche anderen Sachen macht. Das ist aktives Lurken. Klingt komisch, ist aber so. Speichern! Turnier? Turnier ist aber gut. Vielleicht krieg ich jetzt eine vernünftige Zweihandaxt. Oder eine geile Rüstung. Ich habe nämlich noch echt bescheidene Rüstung. Daumen drücken. Naja, 26er Helm. Immerhin. Kopftreffer haben damit jetzt weniger Chancen, mich auf einmal umzuhauen. Apropos, jetzt haben wir richtig. Pogo. Pogo-Party. Oh, toll. Obwohl, ich müsste eine Zweihandwaffe haben. Ja, habe ich. Geil. Platz, damals da. Hier doch. Noch einer? Ja? Der da? Oh, nee, das war meiner. Stimmt, ich bin im gelben Team. Ha, scheiße, stimmt. Alle Teammitglieder sind noch am Leben, das ist sehr gut. Schilde laufen vor, das ist auch sehr gut. Deckung! Oh, der hat sogar Deckung genommen. Was? Wie konnte der da nie hingehen? Hast du gedacht, was? So. Ich weiß, von hinten gibt es kein Kinderjäger, aber geht hier nicht anders. Oh, nochmal ein bisschen Pogo. Wieder Bogenschütze. Na komm, einen Schuss setze ich ab. Der geht natürlich volle Kante daneben, weil ich verrissen habe. Ja, das stimmt allerdings, Janet. Wenn du was gefragt wirst, dann gibst du Antwort. Manchmal auch, auf wenn ich dich ja nicht persönlich frage, sondern allgemein den Chat frage. Was natürlich sehr gut ist, weil dann antwortet mir wenigstens irgendjemand. So. Wer bist du eigentlich? Fatid der Goldene. Ach, das ist der, den wir in der Taverne gesehen haben. Das mag mal ein bisschen Duell hier. Und verkacke natürlich, ne? Lol, ich habe den Nahkämpfer getroffen, weil der reingestoßen wurde. Oh, fast meinen eigenen getroffen. Wäre auch noch ein bisschen. Oh, ich darf sogar noch ein bisschen, danke. Oh, ich darf nicht mehr. Ist vorbei. Na gut. So, Finale. Ohoho. 1620 kriegen wir aus. Vorhin hatten wir einmal 1700 bei einem Duell. Mittlerweile bin ich ja schon Clanstufe 1 und es wird nicht weniger. Das war nicht mal eine Zeit lang anders. Da bist du aus dem Turnier mit gerade mal 800 rausgerannt. Vielleicht ist das immer noch so, aber halt in deutlich kürzeren Abstufungen.
Oder deutlich kleinere Abstufungen. Ach, der Fatid hat sogar ins Finale geschafft, oder? Ja. Moin. Geht man gar nicht besser. Siehst du? Da auch. Obwohl du ein 200er Skill hast. Peinlich. Warte, die Beine breit, ich fass es nicht. Tschüss. So, schöner neuer Helm. Zack. Ja, wesentliche Steigerung. 2 Rüstungsstufen mehr und deutlich mehr Rüstungspunkte. Sehr schön. Mick freut sich auch drüber. Und Aira ebenso. Die hat nämlich noch gar keinen Helm. Stimmt. Ich habe schon wieder den ganzen Plunder verkauft und habe vergessen, ihren Ding zu geben, ihren Schwert zu Helm zu geben. Der Fatid hat es ins Finale geschafft, weil du zuvor mit ihm im Team warst. Stimmt. Aber ich habe auch einmal gegen ihn gespielt, aber da muss er auf Platz 2 gelandet sein mit seinem Team, weil die kommen dann auch weiter ins Viertelfinale. Das kann mich auch passieren. Also du musst auch nicht jeden Kampf unbedingt gewinnen, aber wenigstens als letzter überleben wir, damit bist du dann auf Platz 2. Ist vor allem für den Anfang sehr wichtig, finde ich. So, also sie war Einhand, ne? Genau. Er war auch Einhand? Nee, er hat sogar... Das ist Robin. William. Warte, er hat 2 Hand? Wait, my friend. Hier, Schildeböen. Kriegst du ein von mir geschmiedetes Schwert. Ist ja noch besser, wenn er sowieso jetzt immer versuchen soll, meine Bogenschützen anzuführen im Kampf, ne? So, apropos Rekruten, sind wir immer noch voll, ne? Jo. Alles klar. Na denn, jetzt aber hier, zack, Essen holen und dann versuchen wir eine Armee zu finden, der wir uns anschließen können. Haben wir überhaupt noch Krieg? Sieht so aus. Ja, Armee gegründet, Kaladok selbst, okay? Moin! Ich glaube, ich habe die feindliche Armee gefunden. Scheiße. Wie viel Verteidiger? 300. Oh Gott. Handel? Ja, hier haben wir doch Getreide deutlich billiger, aber viel zu wenig. Scheiße. Die Kurve jetzt nicht nochmal Holz, nö. Nee, die Sparta werde ich einschmelzen. Ach, du Heilige. Eieiei. Kannst momentan nicht höher. Ja. Das wird mit der Zeit immer wieder mal 1-2 Leute mehr. Und auch, wenn meine Clanstufe höher ist, dann nochmal einen ganzen Batzen mehr. Wenn ich Land besitze, dann nochmal einen ganzen Batzen mehr. Und dann hängt es immer vom Einfluss, glaube ich, ab. Nee, vom Ruhm. Vom Ruhm hängt es dann irgendwann ab. Ab einer gewissen Stufe, je höher dein Ruhm ist, desto mehr Leute darfst du mitnehmen. Ja. Ich glaube, es stand hier sogar irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es wurde irgendwo mal erklärt. Aber frag mich jetzt nicht wo. Ach ja, im Tutorial. Im Tutorial wird das erklärt, wenn du Kampagne machst. Da erklärt's dir dann, Achtung, Spoiler. Da erklärt's dir dann dein Bruder. Da gibt's nämlich auch eine kleine Story. Die es, glaube ich, hier im Sandbox, glaube ich, auch gibt, wenn man sie triggert. Nee, die gibt's gar nicht hier. Stimmt, die gibt's gar nicht. Stimmt. Pass mal auf, Leute. Ich gehe mal ganz kurz in die Pause. Ich werde mal ganz kurz auf Toilette rennen. Und direkt danach werde ich mir noch schnell mein Wasser nachladen. Das ist nämlich schon wieder fast alle. Ich gebe euch mal kurz meinen sehr kompetenten Vertreter. Bis gleich.
So, da ist er wieder. Den ganzen Abend hast du drauf gewartet, Sky, ey. War mir klar. Der Stuhl ist euch wieder wichtiger als ich, wie immer. So, zurück in den Live-Modus. Zurück zum Spiel. Was machen wir jetzt am dümmsten? Wo hat er seine Armee? Am Arsch der Heide. Schlecht. Ich komme mit einem Klick auf mein Charakterbild wieder hier hin. Ich könnte mich daneben stellen und gucken. Mache ich auch. Daneben. Nee, mache ich nicht. Ich gehe nochmal hier drüben Getreide kaufen. Können an der Armee vorbeiziehen. Das finde ich ein bisschen schade. In Warband war das so geil. Aus der Armee haben sich dann auch gerne mal einzelne kleine Truppen gelöst und haben versucht, dich zu haschen. Machen sie hier nicht. Würde ich mir echt noch wünschen. Weil damit kann man auch ein bisschen den Gegner dezimieren. Guck mal, hier ist doch Getreide, Mensch. Bisschen auf die Ladekapazität achten. So, haben wir 60 Getreide, noch ein bisschen Butter und Käse dazu. Dann habe ich mich noch ein bisschen Abwechslung drin. So, ja, Mensch, wie oft noch? Du hast eine Armee gegründet. Ich hab's kapiert. So, stell mich mal hier daneben. Und hoffe, guter Dinge, dass sich hier auch Leute einfinden. Nee, die schließen sich jetzt alle Kaladok an. Ja. Können sie aber nicht, weil sie hier nicht durchkommen. Ich hoffe, Kaladok ist schon auf dem Weg hierher. Dass wir uns ihm gleich anschließen können. Der Rambok steht, sie greifen aber noch nicht an. Sie bauen noch. Ich könnte jetzt auch versuchen, hier einen Durchbruch zu starten, aber dazu müsste ich Männer opfern. Ja, Belagerungsturm haben sie gebaut. Oh, warte mal, der Kampf läuft. Nein, wo ist Kaladok? Scheiße, der ist viel zu weit weg. Ich will nicht, ich will nicht speichern. Da geht das so in die Hose, da geht das so in die Hose. Ich mit meinen 50 Mann hier, das wird doch nicht. Das wird doch nicht. Ich meine, gut, hier sind nochmal 200 mehr. Hey, ihr, wollt ihr mitmachen? 300. Das war bei Warband auch cool. Man konnte sagen, hey, der Feind greift uns da und da an, folgt mir. Oder ich habe einen Plan, folgt mir. Oder der Feind greift uns da und da an, eilt schnell zur Hilfe. Und je nachdem, wie groß deine Ehre war, das glaube ich dort damals, nicht Ruhm, sondern Ehre hieß es damals, glaube ich. Und wie die Beziehung zu der Person stand, haben die das auch gemacht. Egal, welchen Rang du hattest eigentlich. Hauptsache, du musstest einigermaßen auch Herzog sein. Oder Vasall. Das war ganz cool. Das fehlt ja leider auch noch komplett. Kann ich hier nicht machen. Momentan noch nicht. Guten Tag, ja, ich hätte was mit dir zu besprechen. Nee, hier könnte ich bloß einen Handel vorschlagen. Kurze Frage, immer noch nichts Neues? Nee, okay, dann halt nicht. Bist du Single? Ja, ohne Scheiß, wir sind doch nicht verheiratet, ne? Wie alt ist denn William mittlerweile? Warte mal, das sehe ich nicht hier. Irgendwie Nordpol? Home? William? Ohne Komma? William der Wallace? Wieso der? Lol. Immer noch 20, okay. Ja stimmt, wir sind ja immer noch im ersten Spiel, ja? Der Kampf läuft und läuft und läuft. Macht das Sinn, wenn ich jetzt hier drauf zulaufe? Darf ich die angreifen? Schließen sich die anderen an? Nee, tun sie nicht. Scheiße. Das macht keinen Sinn, das ist Selbstmord. Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich das jetzt hier mache. Weil das ist dann in dem Fall eine offene Feldschlacht. Nee, das bringt nichts. Ich schließe mich Kaladok an. Vielleicht kriegt der die noch. Wo ist der überhaupt, der Sack? Hier kommt er mit 800 Mann. Ich mache jetzt mal links alt gedrückt halten und einen Linksklick auf Kaladoks Armee, damit ich mich der Armee nicht anschließe und die dadurch noch langsamer wird, sondern ich ihr einfach nur folge. Außerdem, damit die Armee nicht meinen Fressen wegessen, obwohl das wiederum Einflusspunkte gibt, wenn ich die Armee mit Armee ernähre. Jetzt ist er kurz stehen geblieben. Ich hoffe, du willst jetzt wieder neu belagern. Ja. Okay. Wie viel Verteidiger? 82. Geil. Armee beitreten. Aber da frage ich mich immer noch, warum muss da jetzt extra noch, wir haben hier 1000 Mann angreifen, ein Belagerungslager gebaut werden. Warum nicht gleich ein Sturmangriff? Und natürlich KI, dumm wie sie ist, plündert gerade mehr oder weniger ihr eigenes Dorf. Mehr oder weniger. K
KI halt, ne? So, ich hoffe, du machst einen Sofortangriff. Ja, ohne Rambock. Mutig, aber hey, wir haben 1000 Mann. Angriff! 1000 zu 100, das heißt, wir werfen jetzt hier von den 400 machbaren wahrscheinlich 150 ins Feld. Mehr oder weniger. Warte mal, hier sind 220, 234. Nee, doch nicht. Okay. Na gut. Ich würde gerne. Was würde ich denn gerne? Ich würde gerne hier anführen. Wer ist das? Ich darf nicht wählen. Schade, ich darf nicht wählen. Künstliche Idioteneinheit, genau. Hacker, viel Spaß beim Matratzendienst. Bis zum nächsten Mal. Hat mich sehr gefreut, dass du da gewesen bist. Ich hoffe, du hast auch sehr viel Spaß gehabt. Und, wartet, bevor ihr alle abhaut. Nächsten Freitag und übernächsten Freitag wird es jeweils keinen Stream geben, weil es ist der 24. und der 31.12. ist Familienabend. Da gibt es kein Wenn und Aber. Spontan werde ich nicht nochmal irgendwie auf den Samstag streamen oder so, weil vor dem 31. zum 1. werde ich alles wahrscheinlich was trinken und nächsten Tag verkatert sein. Vom 24. zum 25. werde ich nüchtern bleiben müssen, weil ich am 25. meine Großeltern besuche. Von daher ist das jetzt gerade für dieses Jahr der letzte Stream. Deswegen mache ich auch heute noch ein bisschen Halligalli hier. So, aber zurück zum eigentlichen Thema. Ich darf keine Truppe anführen, ist ein bisschen schade, aber okay. Dafür, dass ich hier meiner Stelle und ich lande hier irgendwo am Pop-Aus der Welt. Und ich weiß noch nicht mal, wo der Gegner genau steht. Das ist aber eine wunderschöne Position für ein Katapult oder so. Und hier breche ich mir doch wieder die Grätschen. Achtung! Achtung! Vorsicht! Deckung da unten! Jut, okay, keiner da gewesen. Da drüben sehe ich einiges an Schützen. Da werde ich dann alles wahrscheinlich versuchen, mit Pfeil und Bogen zu unterstützen. Ist hier links eine Leiter aufgestellt worden? Nope. Dann gehe ich jetzt hier in Deckung. Aber weiter vorne, wenn es geht. So. Machen wir mal ein bisschen Sperrfeuer, wenn es geht. Guten Tag da oben, der Herr. Halten Sie mal kurz still, bitte. Halten Sie noch weiter still? Okay, bleiben Sie einfach still liegen. Man kümmert sich bald um Sie. Gut, der Nächste. Hm? Oh, genau in dem Moment. Da kommt einiges an feindlicher Verstärkung angelaufen. Mal gucken, ob ich da was erwische. Oder ob ich meine eigenen treffe. Ich treffe mal wieder nichts, ne? Ah, ne, es sind jetzt mittlerweile unsere. Die sind hier rechts über die Leitern hoch, wie ich gerade sehe. Okay. Na gut, nix hier mit Unterstützungsfeuer. Hier drüber springen können wir immer noch nicht. Zu fett fürs Rüberspringen. Zu fett für diese Welt. Wie, darf ich nicht runterlaufen? Nicht an Ernst. Na gut. Holen wir die Betsy raus. Vielleicht erwische ich unabhängig im Nahkampf. Kaladok hat jemanden getötet. Schön. Wenigstens mein König an erster Front mitkämpft. Hey, bitte beide Leiter benutzen. Danke. Was Miranda denn sie will, ja. Ist doch auch okay. Familie geht vor. Ich wäre an Weihnachten und Silvester auch nicht da gewesen, Robin. Ja, mal abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich sowieso ganz, ganz wenig Zuschauer gehabt hätte. Weil zu Weihnachten und Silvester streamt man einfach nicht. Gehört sich nicht. Die Leute haben ihre eigene Familie und so weiter und so fort. Oder Freunde, Rituale, was auch immer. Und da finde ich, sollte es nicht zum Ritual werden, dass man einem Streamer zuschaut. Ist hier überhaupt noch ein Feind? Ach, die sind schon am Rennen. Na dann. Gut sterben, junger Mann. Bitte. Na, natürlich spielt der jetzt noch links ab. Warte mal, da ist noch einer. Den krieg ich jetzt aber, oder? Yay, ein Toter. Einer von 100. Sind das jetzt 12% Beute? 10. Immerhin 10. Scheiße, wir haben einen Toten zu beklagen. Ein Nahkämpfer, okay. Das geht, die sind schnell nachgeskillt und die sind auch nicht so teuer, das tut nicht ganz so weh. Drei Gefangene krieg, okay. Naja, besser als nix. Oh. Rüstung Stufe 2. Jupp. Dann kriegst du nämlich den hier. Und du kriegst dann dafür den hier. Schilde Pferde. Oh, kaiserlicher Stürmer. Aha, ein Stürmer. Der wird gleich mal gelockt. Dann haben wir wieder ein Pferd mehr. Sind wir jetzt bei 16? Nee, 17. Wir brauchen definitiv mehr Pferde. Fortsetzen. Siedlung betreten brauche ich jetzt nicht.
Wir reisen mal weiter mit ihm. Was hat er vor? Reist nach Utterleim. Und jetzt wird er sich versuchen, wieder aufzustocken hier mit Rekruten und alles. Da ist noch eine Armee. Armee verlassen. Was machst du? Geh zu einem Punkt. Schön. Und was machst du dann da? Die sammeln sich. Okay, sammeln ist okay. Kanalok, Hilfe! Ich schließe mich lieber der Armee an. Yo, jetzt gibt's... Oh, jetzt gibt's Gemosche. Jetzt gibt's Gemosche, Leute. Ich speichere. Oh, jetzt wird's... Jetzt wird's heftig. Aber wir sind sehr in der Überzahl und dennoch sind die Kräfteverhältnisse nicht so toll, ne? Es könnte daran liegen, dass die halt deutlich bessere Truppen haben. Das würde ich mir vielleicht auch noch wünschen für diejenigen Spieler, die sich nicht genau mit den Bezeichnungen auskennen der Einheiten. Wenn rechts neben der Anzahl zum Beispiel stehen würde, welche Stufe die sind. Also Upgrade-Stufe die sind. Wir haben ja, das kann ich euch nicht zeigen dummerweise gerade, weil ich nicht in meine Truppen reinkomme. Okay. Jetzt geht's ab, yo, Massenmarsch, yo. Die erste große Schlacht heute, also richtig große Schlacht. Jetzt werden wir auch mit Verstärkungswellen rechnen müssen und alles. Dummerweise kann ich jetzt nichts befehligen wahrscheinlich. Oh doch, ich darf. Ich dürfte die Kavallerie anführen, yay. Vor allem zu Fuß, ganz toll. Nein, danke. Oha, wie viele Helden hier einfach sind, ne? Krass. Drei Seiten an Helden. Aber schön, dass sie das hier so eingerichtet haben. Gefällt mir. Ja, ich darf halt nicht bestimmen, welche Art von Trupp das hier ist. Das ist ein bisschen blöd. Wenn man selber so eine Truppe anführt, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, dann kann man hier, wo dieses Geschlossen-Symbol ist, Schnuttenuller, grüß dich, meine liebe Kollegin. Na, alles fit? Wie, 0 Uhr 11 und du bist hier? Bist du gar nicht selber live? War zu viel oder wie? Also, war zu viel los gerade oder was, dass du nicht streamst? Genau, hier kann man nämlich eigentlich noch sagen, dass dann vorzugsweise schwere Rüstung genommen werden soll oder Speere genommen werden soll oder Schilde genommen werden soll oder noch eine vierte Option. Und eine vierte Option. Ich weiß nicht mehr, welche vierte Option. Ich weiß nur, dass wir jetzt in den Kampf gehen, auch wenn wir mitten in der Nacht kämpfen. Na, holla, die Waldfee. Ich folge einfach mal der Masse. Okay, die Masse rennt in Richtung Feind. Wollen wir nicht erstmal irgendwo auf den Hügel, Jungs? Da links, der zum Beispiel. Weil die haben Kavallerie und wir nicht. Oder? Haben wir Kavallerie? Oh, wir haben Kavallerie. Oh, wir haben mehr als die. Nice. Stimmt, wir haben Überzahl. Deswegen wird von uns mehr in den Kampf geworfen als von denen. Ich habe so das Gefühl, dass unser Anführer, der Kaladok, oder wer auch immer hier diese Armee führt, keinen Bock auf Fernkampf hat. Er sagt nur, Fernkampf sind am Plänkeln. Stimmt nicht. Die laufen voll in den Nahkampf. Matzda, Matzda! Ey, Bruder, bist du ein Held? Bist du ein Held? Bist du ein Held? Hallo, Bruder? Ja, du. Würdest du bitte mal kurz für mich tot umfallen? Danke. Nee, das sind Katapakten. Das sind keine Helden. Alles klar, Moschen! Bams! Ja, Bams! Bist du ein Feind? Ja, okay. Du bist ein Freund. Jetzt. Hallo! Guten Tag! Oh, du bist meiner, okay. Ja, im Dunkeln ist natürlich schwer zu unterscheiden zwischen Grün und Violett. Ich könnte jetzt natürlich auch sagen, ich mach mal eben bei Gameplay, war das, glaube ich. Freundliche Truppenbanner ein bisschen rein. Machen wir hier mal 10%. Dann sehe ich wenigstens, wer von mir befreundet ist, aber nicht mehr die feindlichen Banner. Alles klar, das war auch mal anders. Kommst du bitte mal her, du Scheißreiter? Ich habe gerade den Bogenschützen hier. Wenn ich an ihn rankomme. Oh, die stehen mir hoch. Komm, komm, komm. Ja, ja. Mann. Okay, es hilft nichts. Es macht sogar irgendwie noch schlimmer, finde ich. Zu unterscheiden, wer hier Freund und wer hier Feind ist. Nee, sorry, das mache ich wieder raus, Leute. Nee, wo war das Gameplay? Ich nehme das wieder raus. Das ist ein bisschen doof. Yes, jetzt ja. Ach, du bist meiner. Mann. Mitten rein. Jo. Oder läuft denn jetzt immer noch Werbung für dich? Ha! Ha! Noch mehr davon! Yes! Hier sind einige violett. Moment, das sind mir gerade ein bisschen zu viele. Aua! Aua! Au! Ah! Wo sind meine Leute? Hallo? Ja,
Hab einen erwischt! Yippie! Mal ein bisschen von der Seite schlagen vielleicht, aber... Hinter... Von hinten geht die Kinder hier noch, aber ich fall da um. Ich bin gleich tot. Ah, hallo? Hallo? Freunde? Wo sind meine Freunde? Hallo? Ich brauche ein bisschen Hilfe. Alter! Ich bin doch jetzt nicht hier. Nein! Mist! Haben sie mich erwischt. Die Schweine. Okay, jetzt kann ich dich ja nochmal fragen, Lula. Hast du heute selber gar nicht gestreamt? Autschen, ja, war ein bisschen autschen. Habe ich aber ehrlich gesagt schon mit dir gerechnet, dass ich auf die Fresse kriege, weil ich hab halt, wie ihr gesehen habt, noch so gut wie keine richtige Rüstung, ne? Ich mach mal nicht von einer Person aus. Es gibt noch eine geile Mod, sodass ich im Nachhinein auch in einen meiner Charaktere hüpfen könnte. Sowohl die Helden, die ich dabei habe, als auch normale Soldaten. Ah, die habe ich jetzt nicht drauf, die Mod. Alter, wie viele Leichen? Habe ich nämlich auf unbegrenzt gestellt Leichen. Und läuft jetzt auch deutlich besser als vorher. Grundsätzlich sind wir zwar am Gewinn, aber ich glaube, die KI hat immer noch den Nachteil, dass sie Auto-Rage macht oder Auto-Charge macht, sobald der Spieler gestorben ist, obwohl ich nicht mal die Armee anführe. Oh, hier geht's nochmal ordentlich ab hier drüben, ne? Die Batanier machen immer wieder denselben Fehler. Sie bilden keinen vernünftigen Schildwall vorne, um wenigstens die vereinzelt eintreffenden Soldaten hier aufzuhalten und vor allem die Armbrustschützen zu kontern. Das macht so unnötig viele Verluste gerade. Wieder einmal. Das haben sie leider nicht verbessert, wie ich finde. Das automatische Verhalten der KI. Und auf einmal habe ich hier eine enorme Leistungsspitze. Ah, dann wird gerade Verstärkung reingekommen sein auf beiden Seiten. Ja. Ist gerade Verstärkung gespawnt. Und da nochmal Leistungsspitze. Ja. Da muss man natürlich kurzzeitig mal viel berechnen. Ich hoffe, dass der Stream dementsprechend nicht ruckelt. Gib ihm! Sehr fein! So, ich schütte jetzt mal in einen der Charaktere rein. Hier in Batania. Nee, Nahkämpfer bitte. Nahkämpfer, Nahkämpfer, Nahkämpfer. Hallo? Herrschaftszeiten, gib mir Nahkämpfer. Nein, Nahkämpfer, ja. Es war arschdunkel gerade, weil wir logisch im Dunkeln kämpfen, aber ihr seht, hier ist ein bisschen mehr Gemetzel. Alter, haben wir gerade auf die Fresse bekommen, guck mal. Ey, jetzt sag nicht, wir verlieren das jetzt noch. Wow. Wow. Ey, das wird eine ganz, ganz knappe Kiste. Ja, weil die sich halt nicht sammeln. Die rennen immer gleich nach vorne, statt sie sich jetzt mal zum Beispiel hier hinten richtig sammeln würden. Nicht nur die Bogenschützen halt, auch die Nahkämpfer als Schutz für die Bogenschützen, weil hier rennt immer noch genug feindliche Kavallerie rum. Jetzt hat sich hier wenigstens mal eine kleine Traube gebildet, aber hier vorne wird immer noch abgestochen bis zum geht nicht mehr. Und da können natürlich auch da hinten die Bogenschützen nicht viel ausrichten, wenn hier die ganze Traube auch aus freundlichen Einheiten besteht, nicht nur aus feindlichen Einheiten. Ich kann mir wie immer das Elend nicht angucken. Oha. Wir sind ganz knapp in der Überzahl. Ganz knapp. Läuft sauber bei euch? Okay, das freut mich, dass wenigstens das sauber läuft. Auch wenn die Auslastung ein bisschen höher ist als normalerweise jetzt, weil ich gerade beschleunige. Alter. Und? Jetzt ist die Schlacht zu Ende. Sie flüchten noch. Ich krieg 7% Beute nur, Alter. Und ich habe 23 Tote zu beklagen. Die Verwundeten ist nicht schlimm, die kommen ja wieder. Das wäre auch deutlich mehr an Tote, glaube ich, wenn wir die Chirurgin nicht dabei hätten. Das war zumindest im Warband immer so, da gab es einen gewissen Perk, dass es die Wahrscheinlichkeit verringert, dass Verwundete auch dann tot sind. Nach der Schlacht kann man eine Burg bauen aus Leichen. Ja, 300-Prinzip. Leichenberge. Ach, du streamst seit Wochen nicht mehr. Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen, Lola. Weil wir ja immer zu seinem Zeit normalerweise streamen, deswegen. Aber gut, ich kenne ja die Hintergründe bei dir. So, alle Gegner tot oder geflüchtet. Wie sieht's aus von der Bilanz her? Ja, wie zu erwarten war, wir haben deutlich mehr Tote zu beklagen als der Feind. Und wir waren in der Überzahl. Und fast gleichermaßen viele Verwundete. Es sind sogar 10 geflohen. Aber, da können wir stolz sein, nicht aus meiner Truppe.
Na gut, die Truppe ist eh so gut wie vollständig ausgelöscht worden. So, 818 Gold kriege ich nur. Das ist ein Witz, ne? Beziehung hat sich verbessert, weil wir geholfen haben. Einfluss ist jetzt bei 6. Fertigkeitspunkt bei Charisma ist jetzt auf 29 gestiegen. Klicke, um fortzufahren. Will ich Charisma-Skin oder will ich Geld? Ich will Geld. Ein Gefangener haben wir gekriegt. 38 dürfte ich gefangen nehmen, aber so viele kann ich gerade gar nicht mitnehmen, weil wir jetzt so viele Tote zu beklagen hatten und gleichzeitig auch noch so viele Verwundete haben. Obwohl ich mich gerade frage, wenn ich jetzt in der Armee kurz bleibe, bis meine Verwundeten wieder heile sind, ob ich dann mehr mitnehmen darf in der Zeit, dass die irgendwie von befreundeten Soldaten dann gefangen gehalten werden. Das ist eine gute Frage. Die kann ich mir selbst nicht beantworten, tatsächlich. Nein, ich vergesse immer wieder zu bestätigen hier unten. Alter Schwede. Die KI mal wieder, ne? Aber gut, ich nehme erstmal Gefangene, und zwar möglichst hochwertige, die einiges an Geld einbringen könnten. Jetzt darf ich hier noch 3 gefangen nehmen. 1, 2, 3. Und jetzt geht's ans Ausplündern. Ich fange mal hier an. Da ist wieder eine Kuh. Die Kuh wird dann gleich geschlachtet oder verkauft. Mal gucken. Was heißt gleich? Ich muss erstmal mindestens 20% wieder Gesundheitspunkte erreichen. Damit ich wenigstens mitkämpfen kann, falls wir unterwegs angegriffen werden. Ein Elverhelm ist für mich zwar nicht relevant, aber für sie auf jeden Fall. Und für ihn auch. Dann. Körperrüstung 6. Ist auch leichter. Das nehme ich sehr gerne. Mehr Körperrüstung und leichter, aber dann bin ich ein bisschen schneller zu Fuß. Können wir hier auch nochmal gucken. Was? Wie? Moment, das Ding hat Rüstungsstufe 2. Achso. Ja, okay. Rüstungsstufe ist hier natürlich besser. Der hat noch ein bisschen Armrüstung dazu. So. Dann hier Lucky Cookie machen. Stufe 2. Statt Stufe 0. Das ist immer schon mal besser, ne? Ja. Was haben wir ansonsten für Rüstungen? Endlich mal eine bessere Körperrüstung für mich. Ja, schön. Zack. Dann kannst du nämlich erstmal die hier haben. Ja. Du kriegst dafür dann erstmal kurz die. Lol, bei ihr sieht es auch gleich ganz anders aus als bei ihm. Ne? Selbst das haben sie gemacht mittlerweile. Dass es bei Männern und Weiblein doch ein bisschen anders designt ist. So. Aber dafür, dass es jetzt so wenig prozentuale Beute war, kriegen wir relativ viel, ne? Muss ich gar mal sagen. Also da kriegen wir ein schönes Sümmchen zusammen, wenn wir den ganzen Krams verkaufen, schrägstrich einschmelzen und verschmelzen, verschmieden, nicht schmelzen. Oh, 14er. War schon der ersten Plattenstiefel hier. 15er? Wie sortiert denn der das hier bitte? Dann will ich doch die 15er haben. So. Hier 14er. Schütteböen. 9er. Schütteböen. Achso, siehst du, aber die habe ich jetzt gar nicht geguckt wegen Handschuhe. Genau. Den Rest haben wir geguckt. Her damit. Heavy Kravitz. Achso, das sind Armbrustbolzen. Achso, Mensch, hier haben wir endlich mal einfache Wurfspeere. Sie ist doch im Werfen so gut, ne? Hatte sie nicht Werfen? Ja, Werfen 70 hat sie. Und dann gebe ich ihr sogar noch ein Schild. Waffenstufe 0 jeweils, ach du Heilige. Warte mal, ich habe doch hier noch ein Schild rumliegen. Auch Waffenstufe 0. Habe ich schon ach du Heilige erwähnt? Ist dasselbe, toll. Widerhakenpfeile. Zersplittert, kein durchbohrend. Nö, dann bringen die mir gar nichts. Waffen. Haben wir eine Zweihandwaffe dabei? Ja, toll, eine Sense. Wow. Nee. Ein Pilum. Das verstehe ich nicht. Warum ist der Pilum jetzt keine Wurfwaffe? Ach doch, da steht es doch. Kann geworfen werden. Warte mal. Hier. Irie, kriegst ein Pilum. Aber es ist nur einer, ne? Hat nur eine Munition von 1, oder?
Ja. Oder? Weil hier sind ja mindestens drei immer bei und hier ist das immer bloß einer, ne? Okay. Waffenstufe 4. Ach stimmt, wir haben doch den einen Typen gefangen genommen, den ich doch da wahrscheinlich erschlagen habe. Ich weiß nicht, warum ich den bekommen habe. Stimmt. Was hast du? Du hast auch ein Schwert? Du hast ein Zweihand, stimmt, das war mein geschmiedetes. Nee, dann kriegst du das Ding hier. Viel Spaß damit. Obwohl ich es natürlich einschmelzen könnte, weil das ist Stahl, feiner Stahl. Die ist mal eben 2000 wert, die Waffe. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jetzt hat sie ja auch eine Stufe 2 Waffe gekriegt. Na, passt doch nicht. Dann lassen wir das so. Dann schmelze ich die lieber ein. Zack. Und was vergessen? Nö. Zack. Ich würde gerne mal kurz woanders hingehen, lieber Herr König. Jetzt sind ja gerade hier in der feindlichen Armeen hier, hoffe ich doch mal, denn ich muss mal dringend heilen und dringend verkaufen und skillen, wie ich gerade sehe. So, angekommen. Skill. Was haben wir dazu gekriegt? Charisma. Charisma. 5 Einfluss mehr, wenn ich ein Turnier gewinne. Oder wenn ich Gouverneur wäre, brauche ich gar nicht zu gucken, ich mache nicht ihn auf Gouverneur. Persönlich 30% höhere Wahrscheinlichkeit, Kinder zu haben. Das werde ich doch schon mal nehmen, auch wenn ich noch keine Dame habe. Ich habe das falsch gewählt. Rückgängig. Ha! Rückgängig machen. Ja, reset. Dann zack. Und ich darf nochmal einen Fokuspunkt verteilen. Auf. Schmieden. Ja, Schmieden. Wichtig. Achso, haben die anderen Flachpfeifen hier nichts bekommen? Nach den harten Kämpfen jetzt hier? Okay, was heißt Flachpfeifen? Der ist Level 12. Und sie Level 10. Die sind mir ein bisschen voraus, ne? Ich mit Level 6, junge 20 Jahre, noch nicht mal irgendwie ansatzweise ein Pflaumenbart oder so. Okay. Dann Taverne. Wow! Da möchte ich jetzt mal kicken. Er alleine bringt mir schon mal 2500 ein. Ich schicke gar nicht, welchen Preis die bringen, wa? Komm, hau sie einfach alle weg. Ich hab ein bisschen Geld. Finde ich cool. Handel. Kuh. Siehst du, die hat doch nicht geschlachtet. Ich verkaufe sie so am Stück. Zack, zack. Alles raus. Nochmal 3000. Jo, mei. Das hier alles komplett weg und das hier wird eingeschmolzen. Außer irgendwelche Holzsachen wie die Mistgabel zum Beispiel, ne? Ich glaube, die. Obwohl, die könnte ein bisschen Eisen geben. Ich guck mal kurz nach. Schmiede. Schmelzen? Nee, die kann weg. Noch irgendwas, was nur Holz bringt? Nö. Dann Handel, Waffe, Mistgabeln, weg. So, was habe ich vergessen? Holzkofen. Warum brauche ich das da? Ich brauche wieder Kohle. Oder? Ja, ich habe mich gar keinen. Doch, ich habe noch eine Holzkohle. Nee, doch, doch. Nee, doch. Oh nein, was? Ah! Doch. Na komm schon, gebt ihr das Schwert. Nö. Ich schmelze es ein. Also das ist aus feinem Stahl, Junge. Was denkst du, wie viele Rezepte das geben kann? Nicht muss, aber kann. Und vor allem wertvolles Material, was man wiederum verschmieden kann. So, Kanadok hält hier noch die Stellung. Zusammen mit Lurian finde ich sehr gut. Dann kann ich nämlich hier nochmal Holz einkaufen. Jetzt geht es um das Eintum von Uteleim. Kann ich nicht daran teilnehmen, weil ich bin immer noch klar in Stufe 1 und demzufolge nur Söldner. Ach du Heiliger, auf der Klanstufe 2 heute noch erreichen, ist die andere Frage. Dann sind noch ein paar Plünderer, ist okay. Handel. Ja, ich habe so Holz. Na, guck mal, hier sind so langsam aber sicher die Sachen verkauft worden, die ich hier immer hinverkauft habe. Bin ich auch jetzt endlich mit hinzugekommen, dass die Sachen auch wieder verkauft werden. Ach komm, ich mach wieder auf 60 hoch. Dann wird das gleich komplett erstmal in Kohle verwandelt. 35 Plünderer. Ich hab gerade so eine angeschlagene Truppe, verdammt. Was wird hier belagert? Wieder da hinten. Warum haben wir überhaupt da hinten eine Festung? Macht doch keinen Sinn. Orientierung, Robin, wo bist du? Hier willst du hin. Nach Seonon zurück. Im Begleitschutz der Armee von Kaladok. Jetzt hört mal auf, das hier mal zu markieren. Mann. So.
Schmiedeausdauer ist bei 36 von 106. Wir warten jetzt einige Zeit. Was? Nein! Oh, doch! Genau. So, bis 35 Gesundheitspunkte warten. Oder Gesundheitsprozente warten. Zack. Schmiede. Jetzt haben wir die 100%. Verfeinern. Wie gesagt, ich mache das jetzt erstmal immer noch am Anfang selber, bis ich das abgeben kann an die anderen. Bis ich halt einiges an Material hier mal zusammengesammelt habe und so weiter und so fort. So. Das waren schon mal die 15. Aber was ich schon mal machen könnte, den Jungs hier sagen, dass die einschmelzen dürfen. Weil dafür brauchen sie keinen gewissen Skillwert. Oh, ist eingeschmolzen. Und wenn der Mick dann zum Beispiel irgendwann 25, glaube ich, erreicht hat im Schmieden, dann kann er, möchte ich behaupten, schon den ersten Perk wählen, dass er mehr Kohle aus dem Hartholz rausbekommt. Robin de Finesse, genau. Frisur habe ich ja schon. einige Zeit hier warten, weil ich muss sowieso gerade heilen. Nice, ich habe 13.000 auf der Tasche. Geil. Warum bekomme ich Medizin geskillt, bitte? Liebes Spiel? Weil ich die Heilerin nicht zur Heilerin gemacht habe, ich Vollidiot. Wie lange tragen wir die jetzt mit uns rum? 1-2 Stunden? Scheiße. Ich sehe schon die Kommentare auf YouTube. Du hast sie nicht zur Heilerin gemacht, du hast sie nicht zur Chirurgin gemacht. Ah, schäm dich, Robin. Shame. 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 Okay, sorry. Ja, ich wundere mich, warum wir so langsam heilen. Upsi. Ja, das beschreibt es wirklich perfekt, Garagan, ne? Upsi. Oh, 35 Plünderer und ich darf sie nicht verprügeln, jeden. Obwohl, dürftig ist mittlerweile schon. Wir haben wieder 27 Leute. Ach du Heilige, ich habe vergessen zu rekrutieren. Achso, habe ich jetzt mittlerweile wieder Ausdauer? Ich habe wieder Ausdauer. Und guck mal in der Schau, jetzt habe ich schon 108 Ausdauer. Vorhin waren es 106 oder so, wo wir Schmiedestufe 7 hatten oder so ähnlich. Ja? So ähnlich. So, jetzt bin ich sogar dafür, dass sich der Mick jetzt mal hinstellt und die Verfeinerung macht. Guck mal, einer schau, jetzt ist er schon mit Fertigkeit 12 gesegnet. Wir haben auch jetzt kein Holz mehr, aber ich kann jetzt schmieden. Was gibt es hier für Aufträge? Also finanziell glaube ich nicht lohnenswerte, würde ich fast behaupten. Aber es gibt dann wenigstens nochmal den und einen Bonus, irgendwie Ehre, Ruf, Charisma und was da in der Richtung. Oder, was ich mir auch gut vorstellen kann, deutlich mehr Erfahrungspunkte im Schmieden. Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber nur ich mal freies Bauen. Mist, ich habe keine Rezepte bekommen, wa? Scheiße. Mist. Zack. Habe ich jetzt eine Hand oder zwei? Ich habe zwei Hand gewählt. Gut. Zack. Oh, doch, ich habe neue Rezepte gelernt. Das brauche ich dafür. Das ist sehr gut. Ist ja schon schwerer. Wird mich jetzt dementsprechend besser skillen. Das scheint übrigens nicht mehr so zu sein, dass wenn ich hier die Teile größer mache, dass es dann irgendwie mehr Schwierigkeit gäbe. Was aber der Fall ist, dass es dann bei Schwungschaden etwas höher werden kann und dementsprechend je höher der Schaden ist, desto mehr Geld bekommst du dafür. Schmieden. 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 Schamieden? Nee, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Schade. Ich könnte aus dem Material auch nichts mehr herstellen, wie ich gerade sehe. Ich habe wieder zu wenig Roheisen. Wait. Du? Nee, du hast keine Ausdauer mehr. Nee, komm, dann du hier. Schmelzen, schmelzen, schmelzen. 19. Und ich habe neues Rezept gelernt gerade eben. Sehr schön. Wir warten wieder kurz. Ich muss eh noch ein bisschen heilen. Nee, mal ranrutschen hier. Oh, ich sitze teilweise auf dem Pullover. Das ist nicht gut. Nicht Pullover. Kapuzenjacke. So. Schmiedeausdauer ist noch nicht ganz auf 100%. Dann warte ich noch ein kleines Momentchen.